Kampagnenmenü. Antworten. Okay. Und damit spielen wir jetzt Antworten. Nachdem Sahin aus Malta vertrieben worden ist, formieren Morgan und seine Männer sich neu und bereiten sich darauf vor, die überlebenden Osmanen aus ihren Lagern zu verjagen. Antworten. Wir müssen nicht kämpfen, Franzose. Zweifelst du nie an törichten Befehlen? Warum nennst du mich so? Ich bin Schotte, du türkischer Hund. Ihr Europäer seid doch alle gleich. Öffne endlich deine Augen, Morgan, oder du und dein lächerlicher Orden werdet keine Zukunft mehr haben. Sehr gut, Morgan. Die Türken verstecken sich in den Höhlen im Osten. Wenn wir jetzt angreifen, können wir sie von Malta vertreiben. Nichts wäre mir lieber als das, my Lord. Ihr da kommt mit mir. Holt die Bombarde. Ja, gut, dann auf die Türken, wie immer. In die Höhlen. Sir, wir werden aus dem Osten angegriffen. Wir können nicht länger standhalten. Wir werden aus dem Osten angegriffen. Was ist das? Ah, was ist das? Was kannst du? Du hast irgendeine Special-Fähigkeit. Pam! Boah, hat der da eine ganze Welle reingeschlagen. Kann ich auch einfach da mit der Bombarde drauf? Das wäre krass. So, die machen das ja hier. So, alles dahin. Und dann brauchen wir Pikeniere und Armbrustschützen. Aber hier können wir auch noch die machen. So. Wie war das? Entwickeln konnte man zwischendurch oder was? Nee, musste man nachträglich machen. Alles klar. Boah, wie der weggeflogen ist. Sehr geil. So, wir müssen... Aber ich habe immer noch keine Hauptstadt-Boni. Das ist scheiße. Okay, jetzt... Oh Gott, immer nur ein Siedler. Wir verstecken Waffen und Vorräte in den Höhlen im Osten. Wir müssen sie von dort vertreiben. Waffenlager zerstören, okay. Wir haben ein Waffenlager entdeckt. Das ist ein Waffenlager. Okay. Sir, das Lager ist zu schwach, um gegen eine Janitscharenarmee zu kämpfen. Wir müssen eine Geschützgießerei bauen und Ringschleuderer ausbilden. Sie wissen, wie man mit Janitscharen fertig wird. Ringgießerei. Geschützgießerei. Moment, zerstören das Waffenlager, errichten Sie eine Geschützgießerei, so rum war es. Okay, Geschützgießerei, was ist hier? Feldhospital. Wie viele haben wir denn jetzt wo dran? Wo konnte man das denn nochmal sehen? Hier haben wir da Holz, da. Ich glaube, Silbermine muss besetzt werden. Was ist das? Ende. Das ist nichts? Okay. Da ist noch. Fischerboot, okay. Wir brauchen noch ein paar mehr Dorfbewohner. Und die Bogenschützen oder Armbrustschützen sind schon Veterinär. So, du hast deinen Mega-Angriff. Was ist das, Rodelero? Sehr gut. Was kannst du? Ach, das ist ein Priester. Oh, lol. Nur noch Verletzte, ja, ne? So, einmal heilen, bitte. Recht, yes, recht. Danke, Pater. So, aber ihr zwei, ihr könnt hier Gold hacken gehen. Du auch. Okay, und jetzt brauchen wir Ringschleuderer. So, da ist noch ein Dorfbewohner. Die Kanone haben wir ja auch noch. Feldhospital. Oh, da hat's einen Baum mitgerissen. Ringschleuderer. Ich weiß gar nicht, ob ich mit der Kanone auch meine eigenen treffe. So, Nahrung können wir, glaube ich, noch gebrauchen.
Deren Strauch hat noch 250, die haben noch 1000. Okay. Und dann machen wir nochmal 5 Ring. Hä? Oh, Bevölkerungslimit 2. Ja, egal, dann machen wir noch 4 Ringschleuderer. Können wir noch einen Siedler ausbilden. Oha, den hat's zerfetzt. Der hat die Kugel ins Gesicht bekommen. Das hat sich wohl ausgekugelt. Na komm, so, jetzt machen wir die noch fertig. Ich denke, wir müssen ein paar hier lassen. Und zwar lassen wir 5 von denen hier. Und die Pikeniere. So, da ist wieder ein Dorfbewohner. Du gehst noch mit an Gold. Ich glaube, es ist sogar besser. Wie war das? So, okay. Besser, die hier unten hinzuschicken. So. Und ihr seid mein Angriffstrupp. So, das ist hier die Verteidigung. Die stelle ich hier hin. Ich müsste vielleicht auch den Turm mal ein bisschen aufrüsten. Okay. So, was ist das? Eine Goldmine. Oh. Wir müssen jetzt hier oben hinkommen. So, die können wir dann noch mitnehmen, damit die nicht direkt das Lager angreifen und überfallen. Sehr gut. Wie war das? Ein Schatz? Das konnte man doch, glaube ich, mit denen hier nehmen, ne? Wie war das denn noch? Ah, mit dem. Okay. So, die Ringschleuderer auch da drauf. Und wir haben 75 Nahrung erhalten. Komm, 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 mit da hoch. Alle mit da hoch. Schon. Lasst diese Gefangenen frei. Na komm, macht sie kaputt. Dauert das denn so lange? Die Gefangenen machen wir frei. Wo ist die Kanone? Komm, Kanone. Kanone schießt mit drauf. Jetzt gehen wir mit allen drauf. Da ist noch ein Schatz. Ich brauche hier mal wieder unseren Kollegen. Schatz. So, jetzt können wir uns hier wieder um die umliegenden Dinger kümmern. Umliegenden Einheiten. Dort ist der Eingang zu den Höhlen. Die Waffenlager müssen dort drinnen sein. Lasst uns diese Höhlen säubern. Zerstört alle Waffenlager, die ihr findet. Zerstört nicht nur die Waffenlager, sondern auch hier alle Dorfbewohner. Oh, hier sind auch andere Einheiten. Boah, den hat's erwischt. Oha. Erstmal hier die Kasernen kaputt machen, damit der da schon mal nicht mehr draus produzieren kann. Schießkanone. Ach, oder so. Der hat hier irgendwo noch mehr. Oh, da ist wieder ein Turm. Müssen wir den die Kanone direkt drauf ansetzen, bevor die uns die Armee kaputt macht. Was ist hier? Was soll das hier? Wie ist der denn da jetzt durchgekommen? Wo sind meine Einheiten? Das passiert mir sehr oft übrigens, dass ich den Überblick verliere. So, die können ja auch alle da die Mühlen mit kaputt machen. Rums. Was ist das? Ein Stall? Gegen die berittenen Einheiten.
So, wir müssen uns hier so ein bisschen mit positionieren. Ansonsten kommen die von der Seite, die Spacken. Da ist Pickeln hier. Haben wir noch irgendwas? Was ist das? Nix. Das Ding können wir nicht mehr ausrüsten. Das haben wir aufgerüstet. So, jetzt müssen wir hier mal den Stall kaputt machen. Da unten sind noch mehr Leute. Und da ist der Mineneingang. Erstmal hier alles schön kaputt machen, bevor es hier zu Problemen kommt. Hier scheint nicht irgendwie ein Außenposten oder sowas zu sein, das heißt, wir kommen hier ganz gut durch. Aber wir müssen die Kaserne hier mal kaputt machen. Es stinkt mir gerade, dass hier noch so viele Bauarbeiter rumschwirren. Ich habe immer noch dieses Age of Empires 1 oder 2 im Hinterkopf. Was ja wirklich einen ziemlich genervt hat hinterher, wenn die dann angefangen haben, hinter deinem Rücken sich wieder aufzubauen. So, hier können wir jetzt in Ruhe die ganzen Dorfbewohner töten. So, die wehren sich streckenweise sogar. Wir kriegen gleich unsere Einheiten aber wieder, wenn wir hier erstmal das Ding da aufgemacht haben. Das Gefängnis. Ich hab's auch mit meinem Ding. In letzter Zeit fallen mir immer die Wörter nicht sofort ein. Das merke ich grundsätzlich auch bei mir. Und dann sage ich mal das Dingens und Dinge und Gedöns und Ding und schlecht. So, hier haben wir unsere Leute befreit, mit denen wir dann wieder angreifen können. Genau, hau den nieder. Egal, hau ihn nicht nieder. Auf sie! Und auf ihn! Und auf ihn! Und auf sie! So, und du gehst hier noch auf das Arsenal. Wir machen erstmal alles kaputt hier. Dann kann ich mir nämlich auch meine anderen Leute hier hochholen. Da ist noch eine. Pam! Zack! Ja, keine Opfer, keine Gnade. Euch kann ich jetzt auch hier oben mitgebrauchen. Kommt ruhig hier rüber. Ja, helft ihm mal. Und ihr passt hier vorne auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier wieder irgendwo welche rumlaufen. Da, was habe ich gesagt? Direkt wieder neu bauen hier. Das ist so die Age of Empires Krankheit. Immer irgendwo wieder neu aufbauen. Wieso schießt du nicht mehr? Was soll das? So. Das sieht doch schon besser aus. Die Mühle ist auch Schrott. Das gibt alles Erfahrungspunkte. Dann lohnt sich das wenigstens auch. So. Da können wir doch eigentlich versuchen, mit der Bombarde erstmal reinzubrattern, oder? Boom! Und jetzt geht's dann hier noch mit den anderen Leuten drauf. Roms! Na kommt, Jungs. Macht mal ein bisschen Stimmung. Sehr gut. Und er wird auch noch weggemacht. Zack. Ja, schicke Mine haben die hier. Wieso gehen die so langsam? Hallo? Hallo? Geht mal ein bisschen schneller, bitte. Hammer, take a ball, Schalk, Hammer, Jeschel.
Boah, direkt erstmal eine Kanone abbekommen. Stell ich mir ziemlich schmerzhaft vor, kommt erstmal so eine dicke Kanonenkugel auf einen zugeflogen. Wir müssen all diese Waffenlager zerstören. So, Kanone da drauf. Ringschleuderer auch da drauf. Versucht die Waffenkammer irgendwie in die Luft zu sprengen. So. Leon. Schau. Bums. Waffenlager Nummer 1. Waffenlager Nummer 2. Oh, coole Effekte, oder? Schon ziemlich gut gemacht für ein recht altes Spiel. Age of Empires 3 hat ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel. So, jetzt geht's da nochmal mit der Kanone rein und... Rums! First Damage ist gesetzt. Jetzt gibt's nur noch den Nachbrand. Der kann nix, ne? Voll die Nudel, ey. Du kannst aber was hier. Noch ein Waffenlager. Zerstört es. Komm, schwing dein Ding. Was ist los? Schwing dein Teil. Ja, ihr merkt, ich bin immer noch nicht ganz hundertprozentig gesund. Ich habe halt leider noch ein bisschen Husten und Heiserkeit nach einer Zeit, wenn ich zu viel rede. Es tut mir einfach leid, aber da kann ich nichts gegen tun. Das ist einfach noch nicht ganz hundertprozentig drin. Oh, das ging schnell. So, und zusammen geht's weiter in den Kampf. Wir haben immer noch voll viele Einheiten übrig. Also, das sollte auch eine gelungene Mission werden. Sind die Waffenlager der Osmanen erst zerstört, müssen sie Malta verlassen. Das Ding sollte kein Problem sein. Rums. Jetzt gehen wir noch auf das hintere. Bumm. Und noch auf das da. Bumm. Und jetzt gibt's nochmal einen großen Kampf. Eine der Explosionen hat einen Pass freigelegt. Ausgezeichnet, Männer. Sie haben gewonnen. Sehr gut. Alan, seht, die letzte Explosion hat einen Tunnel geöffnet. Das also wollten die Osmanen wirklich auf Malta. Eine in Stein gemeißelte Bibliothek. Sehr alt. Diese Schrift hat der Zirkel von Ossus hinterlassen. Wer sind sie? Ein Geheimbund. Manche behaupten, sie seien die mächtigsten Männer Europas. Andere meinen, es handle sich bloß um Wissenschaftler und Alchemisten. Sie sind auf der Suche nach dem ewigen Leben. Die Inschrift erwähnt den Mondsee. Einen Ort, den nur die Azteken kennen. Amerika Sive Nobi Orbis. Ihr müsst für mich in die neue Welt aufbrechen morgen. Was? Über das Ozeanische Meer? Sahin und die Osmanen sind unterwegs. Besiegt sie und findet diesen See. Die Zukunft des Ordens hängt von eurem Erfolg ab. Ihr segelt mit der Flut. Wir senden euch Rohstoffe und Truppen, wenn ihr dort seid. So sieht's dann aus. Und jetzt sind wir wieder in unserer Hauptstadt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann nichts anpassen, ich kann nichts machen. Das finde ich irgendwie schade, aber es sieht schön aus. Gefällt mir. Also sowas, das ist eine Neuerung, die mir in Age of Empires 3 echt gut gefallen hat. Es ist ja gefloppt, das Spiel. Das muss man einfach so sagen. Das Spiel ist gefloppt. Ich finde es schade, weil es viele Möglichkeiten bietet, die es vorher nicht gab, aber der Spielstil ist einfach etwas schlechter geworden. Das muss man einfach sagen. Im Gegensatz zu den Vorteilen, die ja sehr stark darauf gebaut waren, mit diesem Fortschritt und Kriegen auf großer Karte und sowas. Das ist hier alles ein bisschen anders geworden. Besonders die KI hat hier zu wünschen übrig gespielt. Vorher war die schon ein bisschen knifflig. Aber hier ist es dann doch etwas einfach geworden. Ist aber kein Problem. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Kampagne wieder. Hier bei Age of Empires 3. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Och nö, die Folge ist schon vorbei. Ach, so ein Mist aber auch. Aber hey, du kannst hier auf jeden Fall auf die Playlist drücken und dann siehst du, ob die neueste Folge schon längst da ist. Oder du drückst den Abonnieren-Knopf, denn falls die neueste Folge nicht da ist, möchtest du bestimmt informiert werden.
sobald die neueste Folge auf dem Kanal erscheint. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich dafür, dass du eingeschaltet hast und dir das Video angesehen hast. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, Feedback gibst und sagst, was ich besser machen könnte oder eben auch gut gemacht habe. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut!